Herzlich willkommen zum letzten Teil, die letzte Karte des Tarot der Liebe ist da. Und das Tarot endet mit da, wo es vielleicht quasi auch angefangen hat, der Welt. Die Welt. Ja, und da ist eine Frau abgebildet, heißt ist in Bewegung, das heißt, da ist irgendwo Bewegung da. Sie trägt laut den Tarotbüchern quasi die beiden Magierstäbe, also sie ist doppelt so aktiv wie der Magier und ja, hält quasi alles aus ihrem Kreis heraus. Sie hat ja da ein entsprechende Kranz um sich oder man sagt Ellipse und ja, bewegt sich da in einem extra geschützten Bereich. Inwieweit kann denn da die Liebe zu ihr vordringen? Ja, wir haben die vier Elemente hier als Symbolik abgebildet und ja, sagt man, das fünfte ist dann quasi hier das Leben abgebildet. Ja, wie geht es also weiter mit der Liebe? Die Liebe ist ein unendliches Spiel. Und natürlich hast du viele Dinge davon in der Hand. Es ist nur die Frage, wie viel sind wirklich dir bewusst? Und was machst du bewusst zum Thema Liebe? Also, die Antwort für dich könnte sein, wenn du eine neue Liebe suchst, ja, da ist was in Bewegung, da kommt was auf dich zu. Es könnte aber auch heißen, schau doch mal um dich, bist du wirklich verbunden mit allem oder bewegst du dich da in so einer Blase in deiner eigenen Welt, die keinen anderen zu dir lässt. Wie immer, auch hier nochmal der Hinweis, natürlich in einer Kartenlegung ist eine einzelne Karte noch nicht aussagefähig genug, um wirklich ein abschließendes Urteil zu fällen. Aber sie deutet hier eben schon mal gewisse Dinge an. Und so sind eben einige Karten von vornherein positiv und manche eher negativ und manche sind so neutral. Da weiß man nicht, was soll ich jetzt aus dieser Karte herausnehmen? Also die Welt, ja, da sind viele Möglichkeiten da. Da ist alles möglich, aber erreicht das mich auch? Und das sieht im Moment da nicht so gut aus, wenn man nur diese Karte betrachten würde, würde ich sagen, ja, Liebe ist da, aber lässt du sie auch wirklich an dich heran? Und das wäre so mein Part, den ich da dir entsprechend fragend an die Hand geben würde. Bist du dir sicher, dass du ja auch wirklich dich geöffnet hast für die Liebe? Wenn ja, wunderbar, wunderbar. Also bist du wirklich ein Teil der Erde, bist du ein Teil der Welt, wo hier dieses Spiel stattfindet und ja, wir ja auch unsere Liebesspiele in irgendeiner Form machen und dann darf man sich fragen, okay, bin ich da entsprechend offen? Ja, das ist der Abschluss halt der Reihe des Tarots der Liebe, wo ich jede einzelne Karte erklärt habe. Und natürlich ist es wichtig, eben immer das Zusammenspiel der Karten anzuschauen. Was tut sich da? Und besonders, wenn es jetzt darum geht, du hast schon jemanden bestimmten im Kopf, ja, dass ich dann zum Beispiel ein zweites Kartenspiel nehme
und dann entsprechend schaue, okay, was könnte euch ja verbinden, was ist auf einer bewussten Ebene so euer Thema jeweils, was ihr bearbeitet, was ist auf der unbewussten Ebene ein Thema bei euch, passt das zusammen? Und dann gibt es da irgendwie vielleicht auch noch so Warnsignale, die nach außen weggehen, die quasi nicht zusammenpassen. Und insofern siehst du, da werden wirklich mehrere Karten verwendet, um eben dann zu sehen, was passiert da. Und wenn dann teilweise wirklich genau die gleichen Karten bei zwei Spielen, also bei zwei Tarot-Karten-Sets, dann zusammenkommen, das ist magisch. Das ist natürlich absolut magisch und im Normalfall nicht der Fall, weil wir ja doch sehr, sehr verschieden sind. Aber viele Karten des Tarots, wie du gesehen hast, haben in etwa eine ähnliche Botschaft. Und insofern kann das dann doch harmonieren, auch wenn da eine andere Karte auftaucht. Oder es kann eben nicht harmonieren. Und dann darfst du dich fragen, oder ich würde dich dann bitten, schau dir mal die angestrebte Partnerschaft mal unter diesem Gesichtspunkt an. Ist das von deiner Seite aus okay? Wenn das wirklich so wäre, ich sage nicht, dass das so ist, aber jetzt die Karten könnten darauf hindeuten, dass da vielleicht etwas ist, was für oder gegen eine Verbindung spricht. Und dann ist es an dir, daraus natürlich deine Schlüsse zu ziehen und ja, vielleicht dann ich auch angeregt werde, einfach weil ich durch die Karten mich auf dich eingeschwungen habe, dir dann entsprechende Dinge zu einer Karte zu sagen, zu einem Legebild zu sagen, die ich vielleicht normal jemandem anderen nicht sagen würde. Und das ist wirklich das Spannende dabei, wie ich finde, und immer wieder toll. Und ja, nutze gerne die Möglichkeit, nimm mit mir Kontakt auf über meine Homepage miracora.de. Ich würde mich freuen. In Zukunft wird es immer wieder einzelne Tarot-Legungen geben, die aber dann mehr auf das Tagesgeschehen oder Monatsgeschehen eingehen, wo wir ja jetzt natürlich auch jeden Monat nochmal schauen, okay, was habe ich da im letzten Jahr für eine Voraussage gemacht, für jeden einzelnen Monat, für den Bereich, auch der Liebe, und inwieweit hat sich da irgendetwas bestätigt oder nicht bestätigt. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ja, lass gerne auch einen Kommentar natürlich hier. Und wenn es dir gefallen hat, gib das weiter raus in die Welt, dass auch andere Menschen sich diese Serie anschauen können und einfach mal neugierig reinseppen können und schauen, ob ihnen das irgendetwas sagt. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Alles, alles Gute für deine Liebe.